Speziell am Todesfall ist, es ist ein Krimi aus dieser Gegend. Und speziell ist auch eine Sage, die Lovair-Sage, eigentlich auch drei spielt. Action! Was machst du da? Ich hatte doch für Vater auf den Hof zu kommen! Nein, ich muss da bleiben! Also in dieser Szene, die wird anfangs Film bereits kommen. Und das ist eine Szene, die eigentlich in der Vergangenheit spielt. Das Schwierige am Charakter der Lea ist einfach auch, weil sie halt eben ein bisschen ängstlich, schüch ist und verliebt und irgendwie doch auch naiv. Es ist schwierig, das alles ein bisschen zusammenzumischen. Überlegen! Meine Rolle ist eigentlich ein sehr brutaler Charakter, den ich spielen muss. Es ist so der junge Bauer, der die schlimme Tat nachher macht. Verdammt, was hast du gemacht? Mein Charakter ist ein bisschen ein Zögerer, der im Fahrwasser von seinem sehr cholerischen Freund eigentlich sich zu unappetitlichen Aktionen verleiten lässt. Schlussendlich ist es eine Low-Budget-Produktion und die Zuschauer müssen das auch wissen. Aber es wird mit einfachen Mitteln probieren, eine ganz spannende Geschichte umzusetzen. Dass die auch im Kino, wo man sie da schaut, eine gute Dynamik hat. So von Szene zu Szene wird die Stimmung irgendwie immer wie intensiver. Auch durch gute Tipps von der Regie. Auf dies. Das ist auch angenehm in Zusammenarbeit auch mit den anderen. Sehr offen. Geplant ist es Anfang Oktober, wir Premiere haben hier zu Alten im Kino.